Tag zusammen oder wie man seit Donnerstag sagt, Bonjour. Nur einen Satz zu diesem Halbfinale, nämlich man muss auch jönne können. Däh. Und jetzt ein ganz anderes Thema. Hans Konrad Zander hat den wunderbaren Satz geprägt, bei jungen Frauen und alten Priestern wird mein Herz weich. Jetzt ist mein Pastor zwar noch nicht alt, aber trotzdem möchte ich von seinem Fest erzählen, was wir jüngst feiern durften. Es ist Sonntag. Die Kirche St. Franziskus zu Gummersbach platzt aus allen Nähten, denn alle sind gekommen. Honoratioren von Stadt und Land, zwei Bundestagsabgeordnete und Hunderte von normalen Menschen. Sie sind gekommen, um das silberne Priesterjubiläum meines Pastors zu feiern. Und da ging es mir so durch den Sinn. Wie wahr ist doch der Satz von Hans Konrad Zander. Mein ganzes Leben lang durfte ich Priestern begegnen, die dem Hunger und dem Durst meiner Seele Nahrung gaben und bei allen normalen menschlichen Schwächen aber starke und große Persönlichkeiten waren. Was ich bei meinem Pastor unter anderem am meisten schätze, ist sein herrlicher, rheinischer, manchmal schwarzer Humor. Und der folgende Witz könnte seine Art von Humor beschreiben. Pass auf. Zwei Kölner stehen auf der Aussichtsplattform vom Dom. Da bekommen sie mit, dass unter Ächzen und Stöhnen ein Düsseldorfer die Aussichtsplattform betritt. Sagt der eine Kölner, guck mal, ja, da ist ein Düsseldorfer. Ja, pass auf. Sagt der erste Kölner, ich glaube, ich fliege mal eine Runde. Denkt der Düsseldorfer bekloppt. Aber der erste Kölner stellt sich auf die Balustrade, springt ab, flattert rum, kommt wieder sät, herrlich, wunderbar. Der Düsseldorfer, boah. Der zweite Kölner stellt sich auf die Balustrade, springt ab, fliegt eine Runde, sagt, wunderbar, du hast recht, eine Aussicht. Da sagt der Düsseldorfer, was Kölner können, kann ich schon lange. Stellt sich auf die Balustrade, springt ab, patsch, Exitus. Stößt der erste Kölner den zweiten an und sagt, höre mal, dafür, dass wir zwei Engel sind, sind wir richtig fies. Ne? Ich entschuldige mich bei all meinen Düsseldorfer Freunden und sage ganz bewusst, danke den guten Priestern, die wir haben. Danke. Und im Jachten des Lebens ist Humor der beste Dumm. Ad multus annos Christoph sät, der bergische Jung.